Servus und sind wir zurück bei Gas Station Simulator. Alligator. Ja. Wir müssen neues Zeug kaufen, ne? Warte mal. Lagerwerkstatt, Dekoration. Teile, Produkte. Ja, okay, Regale. Alkoholregal. So. Der Coyote hier, F. So. Noch ein Regal. So. Schon irgendwas. I was worried we'd be stranded. So, Moment. Gucken kurz nach Kofferraum lösen, ne? Welche da? Da, keine da. Der andere Kunde hatte leider Kofferraumlöse. Deswegen sind hier Dings angesprungen. Kann man die Mützen eigentlich ausstellen? Ich kann mal gucken. Muss ich dann mal gucken? Silberne Haushaltslampe. Was kaufst du alles? Thanks a bunch. Den kann ich doch nicht dafür, wenn das aus dem Hob rausfliegt, du blöde Kuh. Spanner gesorgt. Hier ist nicht mehr drinne. Zigaretten haben wir gar nicht. Eiscreme haben wir auch nicht. Alkohol könnte man immer kaufen, ne? Alkohol. How much do I owe you?
Hinten an der Zapfsäule, du einmal voll tanken, bitte. Klar, machen wir doch. Kofferraummöbel kontrollieren? Ja, machen wir doch. Das ist im Service inklusive, ist gar kein Problem. So. Jeder Kunde kriegt immer eine Kofferraummöbel-Inspektion. Dauern welche drinnen. So, keine Kofferraumgiraffe da, alles klar, Herr Kommissar. So, alles platzieren. So, wir hatten ja jetzt neue Teile hier, ne? Alles platzieren. Alles platzieren. Gut. So. Ist alles fresh. So. Einmal kassieren, Sally. Sollte mal ans Telefon von unserem Onkel rangehen, ne? Wir gehen gleich mal ans Telefon ran. Kontrollieren wir hier den Kofferraum mit dem Sheriff. Dann müssen wir mal gucken. Oder vielleicht versteckt sich ja ein Gefangener hier drin irgendwo, wissen Sie? Sind nämlich gerade ein paar Eis gebrochen. Die Cops sagen schon mal nicht dagegen. So, jetzt gehen wir mal schnell ans Telefon, bevor der hier noch Krämpfe kriegt. How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me, it's a completely different experience being the one in charge. Give it a shot. See how it feels to be the boss of your own establishment. I'll send you more information in an email in the future. Okay, cool. Kommen wir jetzt endlich, Leute. Wenn ihr jetzt hier Wohnwagen zu kaufen. Okay. Nicht genug Geld. $400 brauchen wir da. Jetzt geht's los hier. Die Alkoholiker sind da. Was willst du alles saufen, Junge? Great job. Great job. Servus. Immer voll tanken. Ah, ich weiß, ich bin ein krasser Dude, ne? Have a nice day. Ja, ich weiß, danke.
Ja klar, da flutscht der einfach weg, weißt du? Kann ich doch nicht dafür. So, Wohnwagen. Einstellen. Alle, okay. Was kaufen die alles? So, warte mal, Angestellte. Nutze die gelbe Taste, okay. Kann er das nicht, weil die fängt ja erst an. Fängt ja erst an, die Alte. Die fängt ja erst gleich an mit ihrem Job. Nicht genug Geld. So. Du hast eine neue Mail, ja moin. Nachricht. Können, ja, das interessiert uns überhaupt nicht. Müssen die jetzt nicht langsam mal anfangen hier? Wo ist sie jetzt? Das ist schon mal eine Option gucken. Wohnschaften. Option. Okay, Autoren, ja, Grafik. Ist alles auf episch. Okay. Aha, alles klar, Weihnachtsmütze aus. Sandsturmereignis, wenn aktiv. Okay. Okay, cool. Hey, guck mal drüber, unsere Mitarbeiterin des Monats. Pretty much what I asked for.
you trying to scam me? Trying to scam me? Du hast das umsonst gekriegt. Wenn, dann hab ich mich selber gescammt, du Kloppi. Hallo? Ach, jetzt geht die hier hin, oder was? Oh, schön. Das ist schön. Oh Gott, ey. Wow, wir haben ein bisschen Freizeit. Angestellte. Machen wir das selber hier. Tanken kann ich selber. Kannst du noch Tankstelle reinigen. Brauchen dann auf jeden Fall noch einen Wohnwagen. Wait. Aber vorher möchten wir, glaube ich, nochmal Lieferung, Kraftstoffkurven, wa? Ist teuer. Wow, super! Kraftstoff. Da können wir die Dings wieder anmachen, ne? Die Werkstatt können wir wieder anmachen. Management, ja. Aber jetzt wird's schön Zeit hier. Nein! Na ja, er funktioniert. Upsi. So. Könnte einer Zapfsäule. Kraftstoff niedrig. Kraftstoff Elon ist da. So. Hat man schon, ne? Ja, hat man schon. Gehalt $17. Geht gar nicht, okay. So. Was haben wir denn? Kaputte Reifen. Jetzt geht's meintlich ab hier. Da brauchen wir auf jeden Fall noch.
Brauchen wir auf jeden Fall noch ein Dings, ne? Jetzt für die Spätschicht. Sucky. Kauen eigentlich, ne? Ach, hier habe ich ja Unrechner, kann ich ja auch rangehen. So, gucken wir mal hier hinten. Naja. Pretty much what I asked for. Muss der Tankstelle aufrüsten, ja, Wahnsinn. Und da schließen wir vorübergehend die Kasse. Und hier schönes Kratzer, okay. Fahrzeuge betanken, könnten wir die in Fahrzeuge reparieren. Ein Spiegel noch. Kann ich noch weitermachen? Kraftstoff niedrig. Bisschen Kraftstoff geben. Das ist noch ein Reifen. Ah, das will die Ohne gemacht haben. Alles klar, da können wir so, ich dachte, ich war fertig. So, letzte Tor des Tages hier. Ja, sie auch, Mann.
Wo ist sie jetzt? Ja, dann machen wir die Dinger wieder dicht hier. Derweile. So, Kunden bedienen. Erhalte Trinkgeld. So, dann machen wir das doch wieder auf. Also, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich sag ciao mit V. Pü. Delü.